Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und heute geht es mal wieder um die Nutzerfragen am Sonntag. Und die erste Frage lautet von Dark Icarus Essen Cover. Er fragt: Wie sieht es eigentlich aus, wenn die Vorratsdatenspeicherung kommt? Ist dann Tür und Tor für Abmahnungen geöffnet? Jein, lautet die Antwort. Denn der Topf, in dem die Vorratsdaten gespeichert werden, also die Festplatte, auf der die IP-Adressen für die Vorratsdatenspeicherung liegen bei den Providern, zum Beispiel bei der Deutschen Telekom, der darf nur von Polizei und Staatsanwaltschaft angegriffen oder aufgegriffen werden, nicht aber von Privatpersonen oder privaten Rechteinhabern, wenn Urheberrechte verletzt worden sind. Das bedeutet, dass Provider theoretisch zwei Festplatten haben müssen. Auf der einen liegen IP-Adressen zu Zwecken der Vorratsdatenspeicherung, und da liegen die auch ein halbes Jahr. Und auf der anderen Festplatte liegen nochmal die gleichen IP-Adressen zu abrechnungstechnischen Zwecken. Das heißt, da will man sehen, wie viel habt ihr gesurft. Und auf diese Festplatte, da könnten auch die Rechteinhaber drauf zugreifen. Ich weiß nicht, ob das so kommen wird. Ich finde es fast ein bisschen unrealistisch, dass die da wirklich zwei Pools verwalten, obwohl es immer um die gleichen Daten geht. Und wenn die Daten einmal da sind, werden Begehrlichkeiten geweckt, und ich gehe davon aus, dass auch der eine oder andere Urheberrechtsinhaber versuchen wird, auf die Vorratsdaten zu kommen, aber das wird die Zukunft dann eben zeigen. Dirk Otto vorfragt: Hallo Christian Solmecke, was halten Sie eigentlich von TV-Sendungen, in denen echte TV-Anwälte, echte Anwälte auftreten und sich angeblich für Mandanten einsetzen, wie zum Beispiel Christopher Posch, Ich kämpfe für Recht bei RTL und diese Sendungen? Bei Ihnen scheint da ja eine Menge gefaked zu sein, wie man auch bei fernsehkritik.tv sehen kann. Haben Sie da eine Meinung? Wenn ja, welche? Es ist so, dass ich generell überhaupt nichts dagegen habe, wenn im Fernsehen solche Anwaltsserien laufen. Ich kann das eigentlich nur begrüßen. Und klar ist es so, dass schon aus Berufsverschwiegenheitsgründen nicht immer echte Fälle genommen werden können, sondern diese Fälle nachgebaut werden müssen. Oft ist es aber so, dass hier Fälle nachempfunden werden, die schon mal vorgelegen haben. Aber natürlich kommen wir ohnehin im Fernsehen, da muss man sich nichts vormachen, immer mehr in eine gespielte Wirklichkeit. Also da weiß man schon gar nicht mehr, was echt und was unecht ist. Ich selbst finde als Jurist, dass ich nur begrüßen kann, je mehr es von diesen Aufklärungssendungen gibt, dass man weiß, was Recht und Unrecht ist, eher gut. Ich weiß nicht, wer wirklich glaubt, dass das die echten Fälle sind. Bei Barbara Salisch waren es nachher auch keine echten Fälle mehr, und die ganzen Gerichtssendungen gehen eh dahin. Und wenn da jetzt noch die eine oder andere Anwaltssendung zukommt, ich kann es nur begrüßen, aber das ist meine private Meinung, muss jeder selber zusehen, wie er mit dieser gespielten Realität umgeht, die also tatsächlich dann auch nur fiktional, also nicht echt ist. Noch eine Frage von jemandem, den ich nicht lesen kann, weil es auf Chinesisch war, sein Name, aber er fragt: Darf ich eigentlich Bildmaterial von Videospielen für Reviews verwenden? Es geht also nicht um Let's Plays, sondern Reviews. Letztlich gilt hier das Gleiche wie bei den Let's Plays. Nein, geht auch nicht. Es ist zwar Anschauungsmaterial, klar, aber auch in Reviews kann man nicht so ohne weiteres Bildmaterial verwenden. Es sei denn, man setzt sich dann inhaltlich mit den gezeigten Elementen auseinander. Das heißt, dann hat man das sogenannte Zitatrecht, wenn man sagt: Guckt mal hier, die Auflösung dieses Spiels ist aber sehr schlecht, sehr pixelig. Und dann würde man einzelne Elemente zeigen. Dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das vom Zitatrecht gedeckt ist. Aber auch nur dann, wenn man sich mit einzelnen Sequenzen inhaltlich auseinandersetzt. Einfach nur zur Untermalung oder zur Bilderung. Bei Bilderung geht das nicht. Und das gilt nicht nur für Spiele, sondern auch für sonstige Computersoftware oder was auch immer. Ohne dass man da den Rechteinhaber gefragt hat, gehen auch keine Reviews. So viel zu diesen drei Nutzerfragen. Ich hoffe, ihr habt noch viel, viel mehr Fragen an uns. Dann postet die hier in diesem Kanal unter dieses Nutzerfragen-Videos. Wir greifen die besten auf. Das heißt, die, die meisten Thumbs up bekommen haben, die werden wir auch beantworten. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert bitte unseren Kanal. Wir freuen uns über jeden neuen YouTube-Fan. Eins, zwei, danke fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.